guten Morgen. Liebe Leute, ich bin wieder, wie gesagt, in Niedenwalde. Wieder am Kanal. Diesmal auf der anderen Seite. Letzte Woche war ich, wie gesagt, da drüben, zeige ich euch gleich noch. Und diese Woche bin ich hier auf der Seite, wo wir sonst immer relativ gut gefangen haben. Bin hier immer nur ein bisschen abgeschreckt davon, weil halt hier sehr viel Publikumsverkehr ist. Naja, ihr kennt es ja selber. Ruhe soll natürlich auch dabei sein. So, ja, letzte Woche habe ich da drüben gesessen. Von der Strömung her ist es da drüben deutlich ruhiger. Ja, so ein bisschen bereuigt eigentlich schon, dass ich nicht darüber gegangen bin. Aber naja, gut, jetzt steht mein Zeug. Jetzt wird hier geblieben. Also Wasserfläche ist hier auf jeden Fall mehr. Was man beangeln kann, da hinten seht ihr das Wehr. Da ist die Schleuse, da ist das Wehr. Ja, wie gesagt, die Route liegt ungefähr, ja, keine Ahnung, wie viele Meter das sein mögen, 20, 25 Meter an der Strömungskante, wo die Strömung und die Rückströmung dann aufeinander treffen. Da war das bisher eigentlich immer recht gut. Ja, ist wieder Route, wie gesagt, nebenbei. Und ja, so mein Futter, ähnlich wie letzte Woche. Nur diesmal habe ich auf die Milch verzichtet, noch ein bisschen Thunfisch rein, ein paar Maden rein. Bisschen Monster Crab Liquid von Royal Gates. März. In der Nacht sehr, sehr kalt. Und dann hatte die Nacht schon 12 bis 15 Pfünder. Und jetzt hat er wahrscheinlich was größeres. Da kommt er. Großer Schatten. Oh ja. Schöner 20er. Oh. Die neuen Shimano Aerotechnium Magnesiumrollen. 93, 3,5 Lipsuten. Oh, könnten 25 Pfund sein, wenn nicht noch größer. Oh, hängt sicher. Punktlandung. Snare abklatschen. Yes. Ja, schöner Drill. Für 5 Grad Wassertemperatur. Leute. 20.03. Ich bin wieder zu Hause. Wird euch sicherlich denken, dass es nichts gab. Wir haben gestern wieder zu dritt zwei Blei gefangen. Ich habe heute Vormittag auch nochmal gefiedert. Zwei leichte Zupper hatte ich. Und ja, der Einzige, der mir wirklich treu war, war der Biber. Der hatte heute Nacht richtig Welle gemacht. Ansonsten Wassertemperatur, wie gesagt, unverändert, 4,2 Grad. Ich denke mal, 14 Tage bei schönem Wetter und dann passt das schon. Also, wir sehen uns. Ein schöner Flossenfisch. 20 Pfund. Du bist ein Köcher? Nö, mach mal nicht. Du musst gleich arbeiten fahren. Wir müssen auf den Kaffee kommen. Den Fisch ein bisschen zu aktivieren, aber. Ah, 7 Grad Wasser. Ah, verloren hat er den Kleber.
gelandet.